Das K-Element, Digga, sag mir, was faselst du denn? Mit ein paar dekadenten Phrasen zu denken, man hätte den Satan gebankt. Dein Rapper hat mich recht empört, der Scheiß. Du hast den Teufel gebettelt, jetzt mach ich dir die Hölle heiß. Im Turnier hast du ne kurze Aufenthaltszeit, weil ich King bleib. Das, was du machst, zeugt von weniger Aufmerksamkeit in der Kindheit. Du stellst Rap in einfallslose Ecken. Ich glaube, wenn so weitergeht, da häng ich mich. Gary tangiert deine Grenzen, du Bastard. Wie fühlt es sich an, wenn man endlich gecheckt hat, das sexy gesehen? Der Gegner dich heftig zerfetzt hat, du lächerlich Rappen ist etwas wetten, dass ich bei deiner Runde wahrscheinlich genervt bleib. Washington, parteiische Mehrheit, ich befördere dich mit paar Reimen ins Herz. Reicht, dann bist du weg wie malaysische Airlines. Für dich wird es nicht so einfach laufen, verstanden, du Bastard, denn wer will deinen Scheiß schon kaufen? Verrat mir das grad mal, du wirst auf dem Scheiterhaufen verbrannt, so wie Jeanne d'Arc. Ich schau zu und lass meine Eier schaukeln und paffe das Ganja, ich mach da zum Fucker. Du bist Familienvater und hast Hartz IV beantragt, welches dir die Miete gezahlt hat. Kümmer dich um deinen Kleinen, das was du er niemals gemacht hast, du mieser Versager. Bist also ein selbsternannter Rap-Gott, ich bitte dich. Du hast vielleicht nen Werdegang als Crack-Cop, als ob du mit deinem Sprechgesang die Fans lockst. Nur durch meinen Cock hat diese Pamela nen Bang-Job. Nach diesem Track bist du sterbenskrank wie Van Gogh. Und wenn du überlebst, kriegst du Text in fachte Headshots. Lass das Rappen sein, Digga, glaub mir, Mann, ist richtig so. Ich hab schon viel gesehen und das, was du da machst, ist gar nix. Ich bin der Boss, also bau mir meinen Spliff, du Ho. Du wirst zersägt von der Bruderschaft der Matrix. Deine Fanbase ist mit 1000 Likes ja wirklich groß. Und du stehst dir dann als Loser nach dem Fazit. Garys fucking Fanpage wird aufgezeigt bei Interpol. Nach dem Battle wird dich Lucifer erwarten. Derbe pralle Brüste deiner Mom liegen in meinem Face wegen dem wunderbaren Charme. Digga, dein Untergang ist nah, so wie 1912, als die Titanic sich auf ihre fucking Jungfernfahrt begab. Als ich im Urlaub war und da ein paar Fotzen weggenudelt hab, saß du am PC und hast Washington gegoogelt, ha? Läuft bei dir, ich nehm mir zwei abgefuckte Stunden Zeit, tja. Und jetzt bang ich dich im Achteltag, du Nutte weiß. Und das, was ich ausmachte, Leute im Netz, die dein Video sehen und euch das entsetzt, ihren Browser verlassen, ihr Leben zu nehmen, nur weil sie enttäuschen von Rap. Wenn du kickst, beschissene Runde und laberst von Modebewusstsein, ich würde dein Kittel zum Pisse wegwischen benutzen. Du wirst jetzt zum Tode verurteilt, du Schorebewusstsein. Ich battle dich heftig mit Checks, so wie lässig ich dämliche Faggots in Echtzeit fick. Man sieht auch bei Dunkelheit ganz genau, dass du dir täglich das Acid und Math-Lines gibst. Was geht denn ab, Nutter, würdest du stottern, da hießest du das KK-Element. Wenn ich das richtig deute, dann bist du der nach seinen Trieben benannte Anwaltpräsident. Jetzt knall ich deine Peach, so wie Mario im Bett. Chemiestunde, Digga, jetzt wird Kalium zersetzt, weil du ätzend bist. Frage ich mich, ob du Heuchler denn diese Schrupp verstehst? Was für erster Platz, du bist der 19. im Periodensystem. Oder René, hab ich nicht recht? Wie viel CDs hast du denn schon verkauft? Zum Amortisieren? Sind es 7 bis 10, was ein Label so braucht? Dein Flow ist nur angebracht im Pavian-Gehege. Ich würd den selbst nicht hören, mit ner Knarre an der Schläfe. Lass das Rappen sein, Digga, glaub mir, Mann, ist richtig so. Ich hab schon viel gesehen und das, was du da machst, ist gar nix. Ich bin der Boss, also bau mir meinen Spliff, du Ho. Du wirst zersägt von der Bruderschaft der Matrix. Deine Fanbase ist mit 1000 Likes ja wirklich groß. Und du stehst dir dann als Loser nach dem Fazit. Garys fucking Fanpage wird aufgezeigt bei Interpol. Nach dem Battle wird dich Lucifer erwarten. Lass das Rappen sein, Digga, glaub mir, Mann, ist richtig so. Ich hab schon viel gesehen und das, was du da machst, ist gar nix. Ich bin der Boss, also bau mir meinen Spliff, du Ho. Du wirst zersägt von der Bruderschaft der Matrix. Deine Fanbase ist mit 1000 Likes ja wirklich groß. Und du stehst dir dann als Loser nach dem Fazit. Garys fucking Fanpage wird aufgezeigt bei Interpol. Nach dem Battle wird dich Lucifer erwarten.